Smells like burnt flesh. Das Art-Design ist schon geil, ey. Kann man nicht sagen. Nicht anders sagen. Echt 5 Minuten, wirklich. Oh fuck. Oh fuck. Au, Scheiße! Ah, den kannte ich schon. Ich bin ja immer beim Öl Gaming im Stream dabei. Und der hatte das Spiel mal eine ganze Zeit lang gespielt. Aktuell ist er bei Dying Light zugange. Auch sehr unterhaltsam. Ist auch ein geiles Spiel. Und da habe ich die Gegner schon gesehen und wusste genau, was auf mich zukommt. Deswegen fuck you too, Junge. Ah, geht nicht. Geht nicht. Oh. Ja! Alles klar, Meister! Fuck! Das Level schaffe ich nicht. Alter, was der abgezogen hat! Komm schon, oh, da oben ist so ein Ding mit 10 Teilen. Ey! Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Nein, wir kommen so auf die Fresse, Alter. Ich sollte mal mehr mit meinen Dingern arbeiten. Ja. Ah. Die sind definitiv zu stark für mich. Na, ich will es trotzdem versuchen. Ah, Schiss! Am Ende ist hier eine Sackgasse, ey. Oh, Gottes Willen. 25 AP noch. Läuft. Ich sollte nicht hier sein. Aber hier gibt's dann halt wieder neuen Loot, ne? Den du halt wieder mitnehmen kannst. In das nächste Spiel. Ich habe eine Blaupause bekommen. Und die Preise hier sind auch ganz anders. Ja, ich glaube, man sollte hier jetzt noch nicht sein. Habe ich so im Gefühl. Ach, durch ihn sterbe ich immer. Man darf ihn nicht von hinten angreifen.
Gut, habe ich verstanden. Hier war ich falsch, definitiv. Ja, tot und wieder von vorne. Aber jetzt sind wir wieder schlauer. Na. Ja, ich mache auf jeden Fall nochmal eine Runde weiter. Deswegen würde ich sagen, bis hierhin vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Moin Leute, und da sind wir wieder zurück bei Dead Cells. Lief ja eben gerade suboptimal, möchte ich sagen. Deswegen versuchen wir es jetzt nochmal und diesmal hoffentlich mit mehr Erfolg. Leben habe ich noch. Guten Tag. Rüdiger Hoffmann, mein Name. Ja, das Gebiet werde ich definitiv ab jetzt meiden. Zumindest das Anfangsgebiet werde ich definitiv meiden. Ah, und diese Falle, die will ich haben. Wupp. Wo ich überall lang gehe hier. Ah, wunderbar. Man kann diese Orte finden, da immer wieder mal ein bisschen was rausholen. Noch ein Händler. Und direkt wieder mitgenommen. Da-da-dum-dum. Oh. Blutrünstiges Schild. Neue Waffe. Und ein bisschen Kohle. Kohle, die ist nicht ohne. Tap, tadam, tada. Ja, da haben wir wieder den Ausgang. Aber wir gucken uns erstmal nochmal ein bisschen um. Man weiß ja nie, was man findet. Ich glaube, die Kiste hatten wir, ne? Nein, hatten wir nicht. Oh, eine Truhe. Noch eine Falle, ist sie besser? Ja, ist sie. Und die. Zack. Ah, fuck, Alter, die ist schlechter. Ah, bitte. Ja, war ich zu gierig, hätte ich nicht aufkaufen sollen. Die hätte ich nicht aufkaufen sollen.
Ach, die giftige Kanalisation. Na gut, dann gehen wir halt da hin. Obwohl. Habe ich jetzt hier alles? Viel Leben haben wir. Leben ist fast voll. Gucken wir eben ganz kurz, was da oben war. Da kommen wir. Da kommen wir nicht hin. So, Giftigen und die Promenade. Weil wir in der letzten Folge nicht bei den giftigen Kanalisationen waren, gehen wir in dieser Folge in die giftige Kanalisation. Zweimal dieses Wort sagt, ist ziemlich bescheuert. Guten Tag. Jungs und Mädels, wie sieht das aus hier, hä? Ich glaube, ich habe gestern Abend, wollte ich noch mal kurz in das Spiel reingucken. 2 Minuten. Und war dann irgendwie, glaube ich, 4 Stunden hier drin. Deswegen hoffe ich, dass ich nicht vergesse, dass ich irgendwann auch mal wieder hier ausmachen muss. Ja, das Level ist auch noch ein bisschen schwer. Aber nicht so schlimm wie das vorhin. Das hier geht ja noch verhältnismäßig. Aber werdet ihr trotzdem aufpassen müssen. Kann ich hier hin, wenn da nichts ist? Spiel! Mach sowas nicht mit mir! Ja, werde ich hoffen, dass ich. Oh! Ah! Echt jetzt? Alter, einmal nicht aufgepasst, ne? So eine Scheiße! Einmal nicht aufgepasst, ey. Wenn man denkt, wie weit ich gestern Abend gekommen bin, ist das echt peinlich. Und auf ein neues.